Wenn ich ganz kurz zunächst einmal die Beteiligten vorstelle, als letzte Sprecherin ist Frau Dr. Professor Environmental and Education von der National University Kamjong, Südkorea. Der zweite zu Wort kommende ist ebenfalls von Südkorea, und zwar Mr. Kwan vom Institut for Urban Humanities, University of Seoul, ebenfalls Südkorea. Und meine Wenigkeit, ich bin Harald Orthaber, ich bin Landschaftsökologe in Wien, studiert und befasse mich seit 2005 mit Ressourcenwirtschaft. Zunächst war ich Fernerkunder 15 Jahre und habe Landnutzungserfassung betrieben. Bin also von der Technik gekommen, auch über die Landschaftsökologie nun in den sozialen Bereich übergewechselt, also politisch, sozial, gesellschaftlich, und möchte Technologien und auch Konzepte, Modelle umsetzen. Das eine ist ja nun dann die Ressourcenwirtschaft. Soweit also einmal kurz die Vorstellung. Wir möchten nun einen Bezug herstellen eben zur Naturressourcennutzung und Grundeinkommen. Es ist ein gemeinsamer Denkansatz eigentlich, und die Bezugsquellen sind nämlich sehr ähnlich. Einerseits hat das Grundeinkommen einen Commons-Gedanken, schon aus dem 18. Jahrhundert, zum Beispiel Thomas Paine hat hier formuliert in seinem Agrarian Justice, in seinem Werk, dass jedem eigentlich ein Grundeinkommen insofern zusteht, weil jeder Güter von der Natur entnimmt, und Güter von der Natur als Kreislauf gedacht, als gesamtökologisches System, gehört niemandem, sondern es gehört allen, und aus dem Grund sollte auch jedem wieder etwas in den Topf, jeder sollte, der das nutzt und für sich in Anspruch nimmt und Gewinne oder wie immer auf dem Markt macht, was zurückgeben. Und in dem Sinn hat er das natürlich auf monetärer Seite gedacht, so wie er eben die Solidarökonomie auch situiert ist. Dieses Projekt nun, also beides ist in der Höhe zumindest bedingt, auch das Grundeinkommen natürlich ist so ausgelegt, dass wer eben über eine Grenze darüber hinaus ein Einkommen hat, dass er natürlich von dem steuerlich höher belastet ist und ihm als Gesamtrechnung irgendwo eine Grenze ist, wo er im Endeffekt kein Grundeinkommen unter dem Strich hat. Jeder hat aber natürlich den Anspruch, bedingungslos zunächst einmal solches zu erhalten. Genauso ist es bei den Naturressourcen mit dem Konzept, dass jeder eben einen Anspruch hat auf genutzte Natur, wird jedem zugeteilt aus dem vorhin genannten Aspekt. Und die Grenze, wo jemand profitiert davon, ist hier durch die Natur vorgegeben, durch seine Naturnutzung. Über Anspruch der ist er über dem Durchschnittsniveau einer Naturnutzung, zahlt er praktisch in den Korb ein, ist er unterhalb, bekommt er. Das heißt, genau ein ähnliches und gleiches System, und deshalb passen beide Systeme so gut zusammen. Natur ist kein Widerspruch sozusagen in der Planung auch der Ressourcen mit dem Grundeinkommen an sich. Auch Ronald Plaschke, wie man vorhin gesagt hat, geht auch mit einer seiner Vergleiche eben von der Natur auch aus. Es gibt auch gesellschaftliche Erklärungen des Zurückgebens, dass soziale Gedanken und Entwicklungen jedem gehören, oder auch der partizipatorische Ansatz, dass jeder, der in der Politik tätig ist, auch eigentlich Spesen erhält und dafür ja auch gratis, ohne dass er zunächst schon was macht, Geld erhält. Das sind also so modernere Ansätze dazu. Das vorhingehende Bild war nur von Rousseau, der auch gesprochen hat davon, dass die Natur jedem gehört. Also die Erde niemand, aber nur die Güter, die jeder produziert, die können zum Markt getragen werden.
ganz kurz hier noch die Ressourcennutzung selber, die Natur, die Entwicklung des Menschen von der Natur über verschiedenste gesellschaftliche Brüche, das sind alles nur Thesen und Theorien natürlich, dass der Mensch zunächst also zur Arbeit sich gewandelt hat, einen Bruch erlitten hat, wo Gewalt eingekehrt ist, nachdem in den Stammesgesellschaften angeblich sehr friedlich abgelaufen sind und durch Wärme oder es gibt eine sogenannte Saharia-These, die eben besagt, dass durch Änderungen des Klimas die Leute ausgewandert sind von im Raum Afrika in Richtung Norden und aus dem Grund dann um Ressourcen natürlich mit anderen Stämmen irgendwie sich in die Haare gelegen sind und dadurch Gewalt eingekehrt ist. Es hat auch zunächst auch eine Eigentumsfrage sich dann entwickelt, wo früher nur das Nutzungsrecht bestanden hat für sogenannte normale Menschen. Und sie haben sich das Eigentumsrecht erkämpft und dadurch den Tausch über das Geld bis zur Realwirtschaft gelangt. Nun ist der Ansatz nämlich natürlich immer so, dass über ein Grundeinkommen versucht wird, Kapital, Geldeinkommen oder auch sogar die Marktwirtschaft in Frage zu stellen und dadurch eine irgendwie Unabhängigkeit individuell zu erlangen. Was man übersehen hat, ist natürlich, dass man auch von der Natur selbst lebt, die Naturnutzung, die hat an sich ja keinen Geldwert, sondern nur den Wert, dass sie eben entweder ein Kilo oder in physikalischen Maßeinheiten gemessen werden kann. Aber das Problem ist, dass ein unbeschränkter Naturzugriff stattfindet und der gehört geregelt, um eine Verhinderung der Ausbeutung zu erreichen. Es geht also um Vermeidung der Ausbeutung der Natur, Vermeidung der Ausbeutung der Menschen untereinander. Und das ist also durch BGE durchaus machbar. Und es geht um ein immaterielles Wohlbefinden, eine Zufriedenheit für alle. Das heißt, es geht nicht nur darum, wenn man so ein Wirtschaftssystem anschaut, dass ja über die Gier eventuell, es ist auch umstritten, ob das wirklich verankert ist im Menschen, aber zumindest ein Mehr, jeder will ein Mehr haben und aus dem Grund gibt es eine soziale Seite rechts und rechts die Naturseite und links die Sozialseite mit den Verteilungskämpfen, was ja umgekehrt dann wieder auch zu Kriegen führt und wieder zur Naturschädigung. Und das kann man genauso nun recht einfach einmal zumindest teilen in die Ausbeutung von Mensch und Natur. Und jeweils die eine Seite, da hat sich das Handelsgeld entwickelt, und bei der anderen Seite fehlt das Volk. Und aus dem Grund ist hier der Vorschlag ein sogenanntes Ressourcengeld oder besser gesagt Ressourcennutzungsrecht, was eigentlich menschenrechtlich verankert gehört, zu schaffen. Und daraus würde so eine Ressourcenwirtschaft dann entstehen. Hier noch speziell, was ich gestern noch nicht gebracht habe, das ist halt Wohlstand und Verteilung. Hier gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, also eher politisch gesehen, links-rechts, von der Sitzordnung her eigentlich abgeleitet im Parlament zunächst. Aber generell geht es hier um gesellschaftliche Fragestellungen, die Pfeile laufen von der Gesellschaft aus. Es geht entweder um Arbeitnehmer, um Arbeitgeberkämpfe, so wie es halt abläuft heute. Es geht auch aber um andere Alternativkonzepte, wie eben Solidarwirtschaft, sogenannter dritter Weg oder das BGE. Was ist mit dem? Und zusätzlich geht es um eine Naturnutzung, die völlig auch außerhalb steht, mit dem Ressourcengeld eventuell. Ein Merkmal von beiden, wenn man es so anschaut, ist, dass auf der einen Seite Arbeits- und Geldparadigma herrscht, das heißt, es will nicht geändert werden, dass man die Definition von Arbeit, ist es Erwerbsarbeit, und das Geldparadigma, Geld braucht man zum Leben. Also das sind Dinge, wo weder links noch rechts im Grunde genommen abgeht, zumindest in der knappen Fassung und vielleicht nicht in der fortschrittlichen Denkweise, wie es vielleicht bei Marx vielleicht so angedacht ist, mag außer Frage stellen.
Jedenfalls, auf der anderen Seite geht es auch um eine neue Definition von Arbeit und Geld. Braucht man Geld überhaupt? Das ist halt eine dieser Fragestellungen. Wohlstand ist eigentlich eine Sache, natürlich die Arbeit erfordert von den Menschen, eine menschliche Arbeitskraft und Naturnutzung. Und das aber jedenfalls in einer gerechten Verteilung. Jetzt gibt es unterschiedliche, also es gibt Ziele, die jetzt hier bei uns auch aufgestellt worden sind. Einerseits das ökologische Ziel, das ist eine gerechte Verteilung zwischen den Generationen, also langfristig gedacht. Es ist die global solidarische Zielsetzung, das ist die gerechte Verteilung zwischen den Ländern gegenwärtig. Und es ist ein soziales Ziel mit der gerechten Verteilung innerhalb der Bürger eines Landes, Bürgerinnen innerhalb eines Landes. Die wesentliche Handlungsziel ist natürlich immer die gerechte Verteilung, es geht um diese Sache. Und gerecht meint man halt unter Immanuel Kant, dass die Naturnutzungsrechte des einen dort enden, wo dieselben Nutzungsrechte des anderen beginnen. Das heißt, es gibt so irgendwo eine Grenze. Wenn einer was überschreitet, die Naturnutzung, überschreitet er zugleich die Grenze des anderen. Er hat dem etwas, was zu leisten, zu geben. Und das muss so transparent gestaltet werden, dass das jeder weiß. Hier nur das Geldsystem bei uns aufgebaut, Zugriff auf Natur und auf Arbeitsleistung zur gleichen Zeit. Es gibt Maßnahmen, die dagegen steuern, Ökosteuer, Förderungen, Regionalwährungen oder das TGE. Und das Ressourcenwirtschaftssystem geht aber von zwei Geldsystemen aus, wobei das Geld selbst nur den Dienstleistungen kaufbar zugeordnet ist. Das heißt, jeder, der arbeitet, ist ein Geben und Nehmen. Dadurch entsteht natürlich in einer Marktwirtschaft diese Art von Nachfrageangebot. Und beim Konto, bei einem Ressourcengeldkonto, müsste man dann jeden eine Ressourcenetat zuteilen, kostenlos, und kann sozusagen nur die Natur über die Natur in der Richtung, wenn sie genutzt wird, abgebucht werden. Wenn einem dieses Konto ausgeht, das heißt, jeder hat natürlich das Recht, mehr zu verbrauchen, es wird niemand genötigt dazu, nur bis zu dem Bereich zu brauchen, dann erfolgt natürlich dieser Transfer über diesen Ressourcen, nicht Handel, ist man hier gar nicht so sehr dieser Begriff, es geht nicht um Handel, sondern es geht um Abbuchung und damit Transferrechte, die immer wiederkehrend periodisch neu zugeteilt werden. Das heißt, es ist kein Verkauf in dem Sinn seiner Rechte, das gibt es nicht, sondern es ist nur von Periode zu Periode, immer wieder von Neuem wird eine Möglichkeit geboten, eben von anderen, die weniger verbrauchen, das abzubuchen. Hier dann habe ich nur kurz noch das Geldsystem angeführt. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, Geldsysteme zu generieren. Einerseits unser Geld bis zum Zeitgeld, was eben im Endeffekt nicht das ist einerseits akkumulierbar, einer der großen Probleme, Bereiche von unserem Geldsystem. Und es gibt auch andere Systeme, die eben wie gesagt zwar wertbeständig in dem Sinn sind, dass sie Periode für Periode neu aufgebucht werden. Also sie werden immer auf einen konstanten Wert gesetzt. Aus dem Grund sind sie auch vergänglich, denn das heißt, alle Werte, die darüber hinausgehen, werden wieder gestrichen. Das ist eben ein ressourcenwirtschaftliches System, und das ein ähnliches System gibt es auch von Joytopia. Hübstedt-Bernd hat in Deutschland sowas entwickelt und so das sogenannte Lebensgeld etabliert. Und ist also ein reines Grundeinkommenssystem. Probleme, die daraus als Verteilungsfrage der Lösung resultieren, ist eben ein Überwachungsproblem auch. Die eine Seite über die Besteuerung erfordert viel Überwachung auch. Schwarzarbeit, Schwarzmarkt, Schwarzgeld ist hier im Spiel. Auf der anderen Seite gibt es eine Vorwegverteilung und die Überwachung wäre nur mehr die Ökobilanz der Ressourcenwirtschaft auf der Basis. Also alles andere würde wegfallen dadurch. Nun jetzt ganz kurz noch die Einführung. Es ist natürlich ein Stufenplan hier ausgearbeitet, das geht nicht von heute auf morgen. Als erstes das bedingungslose Grundeinkommen als Ausstieg. Das zweite ist eine Steuerumlagerung oder auch
man könnte auch ein Ökobonussystem einführen dazu. Und als drittes erst diese ökologische Grundversorgung mit zwei parallelen Währungen, die weltweit auch situiert werden könnten. Also ein Pfeil, ein vertikaler Pfeil, ein Stufenplan und die Ressourcenwirtschaft dann als schrittweise Einführung. Dann entfällt dann der zweite Schritt, wenn die Ressourcenwirtschaft situiert ist, brauchen wir dann natürlich die Steuerumlagerung nicht mehr. Das ist so ein Gesamtmodell mit allen Ebenen durchgedacht, von der Footprint-Ebene, das ist diese Ressourcenebene, praktisch nämlich umgesetzt als reine Biomasse-Bilanzierung. Das ist am einfachsten zu etablieren und auch messbar. Und das geht ja schließlich immer wieder, wenn man hört, Biosprit, Ernährung, es geht um Biomasse. Und das ist der einfachste Rahmen, der etabliert werden kann. Und innerhalb von diesem Rahmen können sehr viele andere Soziallösungen dann eingebaut werden. Hier sind die ganzen Schritte von A bis E, wie so eine Erfassung stattfindet bis zum Start der Ressourcenwirtschaft. Und ich beschäftige momentan mich nur mit dem Punkt A, die Erfassung von Erntegütern und Flächennutzung. Und das will ich jetzt entweder als EU-Projekt oder als nationales Projekt situieren und habe diesbezüglich schon sehr viele Kontakte zu Instituten aufgenommen. Und hier auch schon einen kurzen Plan des Projektentwurfs skizziert. Das heißt, Aufbruch zum Systemwandel läuft vom inneren Kreis, wo Geld notwendig ist, um die Familie zu erhalten, wo die Kinder zur Aufbewahrung in die Schule geschickt werden, wo die Kinder möglichst schnell ausgebildet werden, damit sie noch einen Job ergattern und damit wieder Geld verdienen können, um wieder für ihre Familien zu sorgen. Also das ist ein Kreislauf, der wunderbar in unser System zusammenpasst, aus dem scheinbar nicht ausgebrochen werden kann. Es sei denn, man führt ein BGE ein. Dann würde nämlich ein freieres Leben in der Familie passieren. Es würde ein freieres Leben jene Kinder, die wirklich was lernen wollen. Das ist auch nicht unbedingt maßgebend, ob das daher Schulpflicht oder nicht dann herrscht. Und das könnte man sich weit freier selbst einteilen. Und es herrscht dann eine freie Tätigkeit, tätig in Freiheit, so wie es auch beim Grundeinkommensprinzip sehr oft genannt wird. Durch eine Grundversorgung und beides insgesamt als BGE monetär passt durchaus zusammen dann auch mit einer anderen Grundversorgung durch Naturressourcen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war good morning, ladies and gentlemen. I'm Mingo Jung from South Korea. I work at Gongju National University. My major is ecological genetics. So I do not know nothing about the economy and income theories. So I'm going to talk about, I speculate conceptual background or ecological foundation of the thinking a basic income. I'm not talking about nothing about the ecological basic income itself. And Thomas Jefferson said that all men are created equal. I think that means the equality before the law. However, they seem to be divinely, the all men seem to be divinely born and raised unequal. Think about the divine force or criteria, maybe criteria, creator, I don't want to talk about that, and maybe your strengths, yeah, that's kind of reasonable, and chance, you always hope some luck, and luck makes you really something sometimes, and we see many things in the social convention, even the law, makes the inequality. And today, I think money is the divine force. And I call it divine monetary caste in this modern society. And you are all grown in higher status and are crowned to
due to your own or your parents' efforts. Is that natural? I think that's natural. Everybody see that every day. And the person who divinely raised has the right to monopolize surplus value. Only his mercy makes his workers survive. I'm not going to blame any person. Anyhow, that Bill Gates mercy and makes several million workers all around the world happy without hunger. Bill Gates share is the just the result in this divine monetary society. That is such divinity makes being human. I'm not saying human being human and peculiar. So you, everybody at works, work so and compete so hard to get higher position than anybody else. Probably not anybody else, just the person beside you, right? And actually, all life forms are created peculiar. All are different. All are not same. We call it diversity. And are there any difference between human and the other life forms? Yeah, that's right. But what about the equality? Is human a divine existence? If so, does it have a right to dominate to other forms? Yeah, I saw that every day. You love your pet, the dog, but the dog has not any right to enjoy its own life, just for you. In nature, however, no life forms are subordinate to the other. Maybe you would think the prey and predation relation, but that's not subordinate. We will talk that later. And so anyhow, that doesn't mean all are equal existences. I'm going to talk about what the nature is. But this diagram shows what's in human mind, maybe in your mind. You may have seen many versions of upper diagram in variety of books, as well as many ecological textbooks. It usually justifies the master-slave system in human societies. See the last one? See the last one? Of the food chain, the top predator are so happy. It thinks the world is just because everyone in the ecosystem follows the rule it makes. I dislike this diagram, and I drew the bottom one. The bottom says the first one is the happiest one. Its food never escapes from you. However, the last one might be in danger when it tries to catch the middle one. The middle one would bite the last one when the last one tries to catch it. And the top predator would be infected and die by doing that. But in nature, no hospital, no medical doctors. So either one of these diagrams does not tell the reality of nature. So then we will see what happens in nature. Have you ever watched ladybugs on a plant?
the ladybugs, right after arriving on the plant, they devour aphids. As time passes, the number of aphids gets smaller and smaller. The ladybugs start to fly away because they are now not able to eat aphids enough to compensate the energy that they consume to seek prey. The last bug passes by without noticing aphids under its feet, but seeks thoroughly for an aphid. It even digs up leaf buds. At last, the bug flies off for another plant. The plant left, however, has plenty of aphids in human eyes. Then aphids thrive without a predator and prepare another feast for newly arriving ladybugs. Do aphids thrive to be ladybugs' prey? No, probably not. Does a ladybug fly away to give aphids a chance to thrive for their future food? Probably no. They are not interested in each other's fate. Just ladybug's weak vision and aphid's fecundity makes coexistence. I am giving a very stupid example here. If you are interested in your spouse too much and heavily interfere with your spouse, and then you will get involved in much difficult, maybe divorce. So I saying that this I call that the coexistence of ladybugs and aphids is the disinterested coexistence. And the ladybug shows the insufficient, and they show the disinterestedness. So those makes frugal wisdom for disinterested coexistence. And now, how the people want to see the nature. The human being usually tries to see or interpret everything anthropocentrically. So ecologists also try to evaluate the ecosystem, which one is good or health. One of the factors is a number of species. The other one is even distribution among species. We call that as a biodiversity. And so people think higher the biodiversity is, the healthier the ecosystem. But I don't think that's true. It depends on the environment, the condition. No absolute goodness of the value of biodiversity. Anyhow, many ecologists claim some correlation between biodiversity and stability of ecosystem. So higher biodiversity means better ecosystem. I'm not one to debate that is right or not, but that's the human notion. I will give you an example of measuring biodiversity. This is one of the most popular indices to evaluate biodiversity. The Shannon Index integrates number of species and evenness of distribution to evaluate goodness of ecosystem in terms of biodiversity. Let's see three kinds of ecosystems. All has 100 individuals in total. Ecosystem A has 5 species, but one species has 96 individuals. The other 4 species have 1 individual in each. The Shannon index value is 0.22. B, system B, also has 5 species, but each species has 20 individuals equally. So the value is 1.61. It's quite higher than system A's value. Now we see the system C. There are only 2 species in there, but
at this time, each species has 50 individuals equally, so the Shannon index value is 0.69, is much higher than these five species ecosystem. So this Shannon index emphasis rather even distribution is so significant to evaluate ecosystem diversity. So I would like to apply the concept of biodiversity to human society. Now it's applying to humans, so it's not anthropocentric, it's just natural, it's just about human stuff. So no errors in there, I think. So in that context, no person has a right to monopolize surplus value, if any surplus value. So more even society, more even share of everybody in a society means better and healthier status of the society, according to this ecological concept. Now I'm going to see what's going on today's human society. This is Korea and it's a bus terminal. We have only this person a few years ago. So the person sells, only person sells tickets. But now we have the machine here. So if you need a ticket, just put money in or slide your credit and get your ticket. See? There is no person at all. Work yourself. Yeah. And maybe you yesterday might see, I don't know, but Eclair monthly market out there, and this one is yesterday's, and this one is some different kind of one. Old days are, I don't know. And all the days, everybody, I mean, the farmers is themselves work to produce crop, but now the crop will be manufactured in an agriculture factory. Every country is now researching how to produce without human being massively. So, what will happen in the future? First, capitalist wants to make productivity as high as possible. If they do not need to hire any human laborers to produce commodities, their profits will be maximized. Actually, they are doing somehow now. And machines will produce all kinds of commodities, even and give you entertainment in future. Imagine that you are watching a game of robot soccer players and you get so excited at cheering your team. The master of a team does not need any person to hire to give a pleasure to you. But in such a society there is a one big problem. Capitalists cannot get any profits without consumers who get paid for their labor. Just capital and no labor, everybody, including capitalists, will collapse down. Thus, capitalists want to hire the minimum number of laborers with as low as possible. By doing that, they can rule the world economically, then socially polarized society. Actually, they may the role of this society. If such a society will last forever, in terms of stability and healthiness problem, what do you think? So I'm giving, and now I conclude my talk today. And ecologists have the notion of equality in mind when they devise to assess biodiversity of ecosystem, more number of species, and even
distribution among species. The two are essential properties of ecological equity as well as social equity. That is natural because ecologists simply borrow equity notion to assess communities and biological communities without considering adequateness of application of the anthropocentric notion to nature. The number and evenness should be the number of jobs and equality of people in wealth, respectively. A variety of jobs are to be possible, and most jobs would not be involved in making traditional commodity, or some might be involved in self-enjoying, rather than providing service for others. Because future economic growth would be without increase of employment, or even with decrease of employment, maybe no employment at all. Most future jobs would be self-satisfied, but create no surplus value for our society. A kind of commodity market is still needed, but most people will not be involved in the market. Somehow the market and the people should be connected, probably through institutional measures. One of the measures can be basic income. Even though people do not create surplus value for their society, they should get income to exist as a big human being. Many people will be disinterested in others as our organism in nature. Some device should prevent the divine persons from monopolizing surplus value and make persons frugal institutionally. The state gets considerable surplus value with a certain way and pays people as income, maybe public resource or something, I don't know. Yeah. And then ecological equity will be materialized in human society. That's it. Thank you very much. Guten Morgen. Ich heiße Korn und ich kann Deutsch nicht völlig beherrschen, obwohl ich hier in Deutschland promoviert habe. Deshalb möchte ich zusammenfassen meines Artikels vorlesen. Welches Grundeinkommen ist das ähnliche bedingungslose Grundeinkommen für alle, das aus einem Teil des aus Natur stammenden Reichtums besteht? Die Natur ist für alle gemein. Es bildet den ethischen und ökonomischen Grund des Ökogrundeinkommens. Mein Artikel befürwortet das Ökogrundeinkommen nicht nur wegen der Verteilungsgerechtigkeit, sondern auch und vor allem befürwortet mein Artikel dies wegen der Prognose dafür, dass die Durchführung des Ökogrundeinkommens den Übergang zu einer Ökogesellschaft fördern wird. Auch wegen der Prognose dafür befürwortet er das Ökogrundeinkommen, dass es ein unentbehrliches Reproduktionsmoment dieser Ökogesellschaft bildet. Diese Theorie über Ökogrundeinkommen und Ökogesellschaft resultiert aus der kritischen Auseinandersetzung mit Marx, besonders in seiner Kritik des Kapitalprogramms und seinem Kapital. Zuerst versucht mein Artikel, die kommunistischen Verteilungsprinzipien in Kritik des Kapitalprogramms kritisch zu rekonstruieren bzw. zu transformieren. Bekanntlich teilt die Kritik des Kapitalprogramms kommunistische Gesellschaft nach dem Verteilungsprinzip der individuellen Konsumtionsmittel in zwei Phasen, nämlich in den ersten und den höheren Kommunismus. Während das Verteilungsprinzip in der höheren Phase mit dem Grundeinkommen verträglich scheint, scheint das Prinzip in der ersten Phase, nämlich die Verteilung nach Arbeitsleistung, dagegen. Mein Artikel sagt aber, dass das Verteilungsprinzip in der ersten Phase in der Tat mit der Verteilung nach Bedürfnissen bzw. mit dem Ansatz des Grundeinkommens verbunden ist. Die Gründe dieser Interpretation sind wie folgt. Das erste bezieht sich darauf,
dass Marx vor der Verteilung der Konsumtionsmittel den Teil aus dem Gesamtprodukt abzieht, der für uns für Arbeitsunfähige etc. und zur gemeinschaftlichen Befriedigung von Bedürfnissen bestimmt ist. Dies scheint die Garantie der Lebensmittel für alle zu implizieren, zwar unabhängig von Arbeiten. Darüber hinaus scheint dies die Anbietung des kostenlosen allgemeinen Wohlstands wie Schulen usw. zu implizieren. Dementsprechend besteht das zweite darin, dass Marx das Verteilungsprinzip in der ersten Phase in der Tat nicht als gleich, sondern als ungleich betrachtet. Denn dieses Prinzip berücksichtigt natürliche Privilegien wie Begabung und die Zahl der Familienglieder usw. nicht. Trotzdem sei diese Ungleichheit nach Marx in der ersten Phase unvermeidlich, denn das Recht kann nie höher sein als die ökonomische Gestaltung und dadurch bedingte Kulturentwicklung der Gesellschaft. Allerdings impliziert dies, dass die Verteilung nach Arbeitsleistung trotz der Ungleichheit und Unzulänglichkeit wegen der ökonomischen Beschränktheit der ersten Phase des Kommunismus eingeführt wird. Das dritte ist die Tatsache, dass Marx die Ablösungsbedingungen der ökonomischen Beschränktheit und der dadurch bedingten Verteilung in der ersten Phase tatsächlich darstellt. Die Verwandlung des Verteilungsprinzips ins Prinzip nach seinen Bedürfnissen ist das Resultat dieser Ablösung. Folgendes ist die Ablösungsbedingungen: die Abschaffung der Arbeitsteilung, die Geltung der Arbeit nicht nur als Mittel zum Leben, sondern als das erste Lebensbedürfnis, die hinreichende Steigerung der Produktivkräfte von Individuen mit deren allseitigen Entwicklung. Wie Marx herausstellt, die Produktivitätssteigerung, die Vermehrung der freien Zeit bzw. die Verkürzung der Arbeitszeit kompensiert, ist dabei unentbehrlich. Daher ist mein Artikel der Meinung, dass die beiden Verteilungsprinzipien verbunden werden müssen. Dabei wird die Arbeitsleistung nicht nach der individuellen Arbeitszeit, sondern nach der gesellschaftlich notwendigen Durchschnittsarbeit bemessen. Wird diese verbundene Verteilung durchgeführt, werden die oben erwähnten Ablösungsmomente bestärkt. Aber diese Verteilung allein kann nicht eine Ökogesellschaft beibringen. Damit die Durchführung von Grundeinkommen den Übergang zur Ökogesellschaft und deren Reproduktion fördert, müssen die finanziellen Quellen des Grundeinkommens und seine Effekte mit der Überlegung der ökologisch-rationellen, nämlich ökorationellen Regelung der Reproduktion vom gesamten sozioökonomischen System gerechnet und geplant werden. Auch mindestens um die Nachhaltigkeit des Grundeinkommens Gewähr zu leisten, ist es nötig. Dabei muss diese Überlegung auch berücksichtigen, dass die kapitalistische Reproduktion nicht auf dieser ökologischen Nationalität basiert. Eine ökorationelle Regelung der gesamten Reproduktion in kapitalistischen Gesellschaften vollzieht sich nur unter der Bedingung, nach der diese Regelung die unendliche Verfolgung des Profits vom Gesamtkapital garantiert. Allerdings impliziert dies, dass die Grundeinkommenstheorie für den Übergang zur Ökogesellschaft und deren Reproduktion die Perspektive für eine postkapitalistische Gesellschaft umfassen soll. Mein Artikel versucht, diese Probleme durch eine kritische Transformation marxischer Perspektive der kommunistischen Gesellschaft im Kapital zu lösen. Im dritten Band des Kapitals stellt Marx seine kommunistische Gesellschaft als diejenige Ökogesellschaft dar, in der assoziierte Menschen den Stoffwechsel mit der Natur für die Entwicklung aller Menschen mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur als würdigsten und adäquaten Bedingungen Aktionen regeln. Auf der Grundlage dieser Darstellung konzipiert mein Artikel seine kommunistische Gesellschaft
als die Ökogesellschaft, in der Individuen ihre Gesellschaft nach der ökologischen, ökonomischen und kulturellen Rationalität direkt demokratisch regeln. Dabei bedeutet kulturelle Rationalität den Beitrag zur Erschaffung der Bedingungen für die allseitige Entwicklung der Individuen, nämlich für die intellektuelle, geistige und ästhetische Entwicklung bzw. humanistische Kultur. Allerdings bleibt Marx und Group dieser Ökogesellschaft nur bei dieser abstrakten Perspektive. Trotzdem gibt es vielleicht die Möglichkeit der weiteren Entwicklung seiner kommunistischen Vision durch folgende zwei Momente. Das erste ist, philosophische Voraussetzungen in Marx' Spätwerken, besonders der schwache Indeterminismus. Nach dem schwachen Indeterminismus besteht die Wirklichkeit nicht nur aus Zufällen und deterministischen Bereichen, sondern auch aus probabilistischen Bereichen. Das neue Regelungsmodell nach diesem Indeterminismus ist rationelle Regelung, eine möglichst größte Regelung, die durch das Vorsorgeprinzip und eine kommunistische Macht ergänzt wird. Durch diese kommunistische Macht kann die Durchführung des gesellschaftlichen Plans beobachtet und berichtigt werden. Das zweite bezieht sich darauf, dass Marx im Kapital kapitalistische Ökonomie vom Standpunkt der Reproduktionsweise der kapitalistischen Ökonomie erforscht. Durch diese Erforschung zeigt Marx einerseits, dass kapitalistische Produktionsverhältnisse auf erweiterte Stufenleiter reproduziert wird. Andererseits zeigt er, dass die Reproduktion der stofflichen Grundlage der kapitalistischen Ökonomie einschließlich der Energie, nämlich der Natur, durch diese Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter der kapitalistischen Produktionsverhältnisse beschränkt wird. Während dieser Standpunkt und das Ergebnis der Erforschung von kapitalistischer Ökonomie auf den Kommunismus angewandt, muss die Erforschung der kommunistischen Ökonomie auch die Erforschung der Reproduktion und Akkumulation der gesellschaftlichen Verhältnisse einerseits und der Reproduktion der stofflichen Grundlage des Kommunismus, nämlich der Natur, andererseits werden. Schließlich muss die kommunistische Ökonomie aus der Perspektive für die Bildung desjenigen ökologischen Reproduktionssystems erforscht werden, in dem sein ökologischer Charakter mit der fortzusetzenden Reproduktion immer stärker wird. Bezüglich Herstellung dieses ökologischen Reproduktionssystems einschließlich des kommunistischen Marktes kann das Grundeinkommen als eine kommunistische Verteilungsform spezielle Bedeutungen und Funktionen besitzen. Denn der Zweck des Kommunismus, nämlich die allseitige Entwicklung der Individuen und die drei erwähnte Rationalität des Kommunismus werden durch den Transfer des Grundeinkommens einander überlappt und gefördert. Daher kann das Grundeinkommen einen Kernpunkt des Übergangs zum Kommunismus und dessen Reproduktion auch erweitert und beleidigt bilden. Marx's Projekt zur kommunistischen Gesellschaft als eine Ökogesellschaft scheint durch folgende zwei theoretische Momente Ansätze zum Ökogrundeinkommen zu beinhalten. Erstens betont Marx die Natur als Genießensgegenstand für alle Menschen. Es scheint das Ökogrundeinkommen für alle zu berichtigen. Zweitens stellt Marx explizit die Natur als eine Quelle des sachlichen Reichtums. Es impliziert wiederum, dass die kommunistische Ökonomie, anders als kapitalistische Ökonomie, die ökoverträgliche Reproduktion der Natur bewusst berücksichtigen soll. Für diese zwei Schlussfolgerungen betont mein Artikel, dass die Natur bzw. Naturressourcen in der kommunistischen Gesellschaft angemessene Preis besitzen. Allerdings wird die Natur nicht durch Arbeit produziert. Daher kann er nicht den Preis besitzen, der zur gesellschaftlichen notwendigen Arbeitszeit der Reproduktion proportionell ist. Für den Preis der Naturressourcen wären die Kosten ihrer ökoverträglichen Reproduktion einschließlich ökoverträglichen
Ersatz und Ökobundeinkommen die wichtigste Leitablen. Es wäre möglich, dass Ökosteuer auch im Kommunismus im Preis der Naturressourcen beigeführt wird. Würde die Kontrolle der Gebrauchsmenge von bestimmten Ressourcen nötig, könnte man Ökosteuer auferlegen. Dabei wäre es rationell, dass Ökosteuereinnahmen auch in die gleichen zwei Teile geteilt verwendet werden. Der Transfer des Ökobundeinkommens aus Ökosteuereinnahmen kann den Konsens für Ökosteuer verbreiten. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Preisangabe zum produktiven Beitrag der Natur und die darauf beruhende Reproduktion der Natur wie das Ökobundeinkommen das kommunistische Reproduktionssystem zum System führen werden, das vom ökologischen Standpunkt auf erweiterte Stufenleiter reproduziert wird. Es liegt einerseits daran, dass die ökologische Reproduktion der Natur systematisch berücksichtigt wird. Andererseits liegt es daran, dass der Transfer des Ökobundeinkommens nicht nur Verteilungsgerechtigkeit, sondern auch die Erweiterung des ökologischen Bewusstseins wie der Lebensweise fördern. Das Ökobundeinkommen kann auch im Kapitalismus durchgeführt werden. Allerdings wird sich das Finanzierungsmittel in diesem Fall auf die Ökosteuereinnahmen beschränken. Trotzdem muss diese Form des Ökobundeinkommens vor allem wegen seines ökologischen Effekts und Gerechtigkeit fördernden Effekts im Kapitalismus auch durchgeführt werden. Aber diese kapitalistisch beschränkte Form des Ökobundeinkommens muss in Verbindung mit postkapitalistischen Momenten durchgeführt werden, in denen ökologische Effekte und Gerechtigkeit fördernden Effekte ohne Herstellung der Widersprüche tatsächlich zu garantieren und diese Effekte einschließlich der ökonomischen und kulturellen Effekte zu maximieren, müssen das kommunistische Reproduktionssystem und das kommunistische Ökobundeinkommen dadurch erzogen werden. Schließlich muss das Ökobundeinkommen im Kapitalismus als ein emanzipatorisches Grundeinkommen funktionieren. Danke. Also ich hätte schon ein paar Fragen. Also zum einen das Aufteilen von so einem Währungssystem für Ressourcen und für die Dienstleistung, das erscheint mir eigentlich ganz logisch. Eine Frage an dich, wieso ist das so, also so in der breiten Masse überhaupt kein Thema, wieso kriegt man sowas nicht in also zumindest so weit, dass man das mal irgendwo öffentlich in größeren Rahmen anspricht. Und was ich nicht so verstanden habe, also das Ressourcengeld, wird es dann immer, wenn der Endverbraucher konsumiert, abgezogen oder müssen das auch die produzierenden Betriebe irgendwie schon abführen? Und da ist es natürlich unheimlich schwierig, weil das geht ja eigentlich dann nur grenzüberschreitend. Also, zunächst einmal, warum das noch bis jetzt noch kein Thema war. Ich habe unlängst auch bei einem Vortrag Rio 92, weil ja jetzt plus 20 Jahre nun angebrochen sind und wiederum eine Weltkonferenz, Umweltkonferenz stattgefunden hat, referiert. Und es ist seit 72 an und für sich bekannt, das ist richtig. Die Begrenztheit unserer Welt ist damals über Meadows bereits bekannt. Es hat Hermann Daly, was besonders auch einer eben untersucht hat, auch an der auf Daly Bezug genommen hat, auch um dieselbe Zeit die Grenzen des Wachstums, also die Steady-State-Economy, über das nachgedacht. Und das war auch der Anlassgrund, dass Hans-Peter Aubauer zum Beispiel die 90er Jahre mit Daly zusammen, also er hat von ihm sehr viel aufgenommen in der Richtung und hat hier dann das Modell erst entwickelt. Ein Modell, wie wir es jetzt vielleicht auf individuell allen verteilt
eben ressourcenmäßig zukommen sollte. Und auch für die praktische Umsetzung einmal 2006 das erst veröffentlicht in Ecological Economics, auch gegründet von Hermann Daly, ein wissenschaftliches Magazin. Und es wurde seit 2000 darüber diskutiert, von ihm immer wieder auch an die Parteien herangetragen, mit ganz speziellen Themen noch, Arbeit zum Beispiel gerecht verteilen, eben entsprechend vor allem die Preise, dass die Preisgestaltung nicht so wie jetzt, ökologisch nicht verträgliche sind billig, ökologisch verträgliche sind eigentlich teuer, dass das in die Wege geleitet wird. Es wurde herangetragen, auch die Ökosteuer in den 90er Jahren wurde versucht heranzutragen, aber da stößt man offenbar in der Bevölkerung immer wieder sehr schnell auf Lobbyisten und auf Widerstand. Diese Form wird es nun zeigen, wenn man es wirklich in die Praxis umsetzt, dann müssen wir zur gleichen Zeit mit dem Projekt parallel an die Öffentlichkeit gehen und für viel Publizität sorgen. Also solche individuellen Zuteilungen gibt es ab den 90er Jahren, auch im englischen Sprachraum, zum Beispiel durch David Fleming, leider verstorben vor 2 Jahren, von Irland, Richard Dauswelt, auch verstorben vor kurzem, voriges Jahr, Ende des Jahres, versuchte bereits individuelle Rights, also Rechte über Ressourcen an die Bürger zu tragen und nicht über den CO2-Handel, wie es jetzt nur auf der obersten Ebene von nur 200-300 großen Betrieben, wie in Österreich zum Beispiel, gemacht, dass dann den Leuten das zugute kommt, den Einzelnen, und nicht einigen großen Märkten oder einen großen Monopolisten. Ja, die zweite Frage wäre nur noch, wie die Betriebe das auch anführen können. Es ist also ein individuelles Recht, dass jeder Mensch praktisch so und so viel an Zuteilung erhält, gratis, wie ein Grundeinkommen. Wenn jemand einen Betrieb gründet oder vorweg Ressourcen benötigt, die über dieses Maß natürlich hinausgehen, eröffnet sich bei ihm genauso, dass er Geld aufnimmt und mit Hilfe von diesem Geld aus dem Gesamtpot einer nationalen Versorgung mit Ressourcen eben Ressourcen kauft, vorweg. Dadurch hat er dann die Ressourcen und mit dem erwirtschaftet er ganz gleich wie jetzt natürlich die auch Gewinne, wenn sie dem Gemeinwohl zugute kommt. Denn Gemeinwohl heißt in dem Fall, wenig Ressourcen zu verbrauchen. Und dann würde sich die Produktion in vielen kleinen Dingen ändern. Also viele kleine Produktionen, Millionen von verschiedensten Technologien, die immer wieder auf den Markt geworfen werden, werden geändert. Oder zum Teil brauchen wir sie gar nicht mehr. Die Wegwerfgesellschaft wird dadurch reduziert. Bei anderen Themen wie Grund, wie Commons, Wasser, Wohnung, Energieversorgung, was nur in wenigen Monopolenhänden steht, da müsste man zu weiteren Mitteln greifen, wie eben zum Beispiel ein Energiegrund, eine Grundsicherung, wie es auch von einer kommunistischen Partei in Österreich vorgeschlagen wird, oder freie Fahrt, Kilometer, die völlig freigestellt sind bis zu einem gewissen Ausmaß. Und das, oder Wohnung, zum Beispiel ab 50 Quadratmeter Wohnfläche, gratis, da gibt es keinen Mietpreis, kein Dumping oder eine Erhöhung bis ins Unermessliche, sondern da gibt es entweder eine Mietpreisobergrenze, eine strikte oder null sogar. Und darüber hinaus kann es der Markt, wenn man darüber hinaus einen Lebensraum braucht, regiert der Markt in dem Sinn. Also man kann Marktwirtschaft so verbinden mit auch gesellschaftspolitische Gedanken, die eben laut Marxismus in die Richtung gehen. Also das wäre die Variante, beides zu koppeln. Da gefällt mir also besonders gut, wenn ich da übergehe, eben diese Meldung, also Wortmeldung von Frau Kwong, die auch den Kapitalismus deshalb nicht abschwört, sondern in dem Bereich natürlich, wo er ökologisch auch gesteuert und wirksam
dass die Ökologie zu Wort kommt und in dem Fall auch bemessen wird und eingepreist wird, dass nur dann eine Marktwirtschaft auch sinnvoll ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann das nicht geschehen. Also in dem Fall gerade bei so großen Commons wie im Wohnen, Energieversorgung und so weiter. Zu Herrn Jung. Habe ich zwar nicht ganz so mitbekommen, was mit Ladybug meint. John, genau. Aber das auf die Diversität herabzubrechen, ist in der Ökologie natürlich interessant. Praktisch interessiert mich aber weniger jetzt so sophisticated Modelle, sondern eher der Biomasseverbrauch als recht einfaches Maß einmal als Überlebensstrategie. Also ich gehe nicht so sehr dann hier in den gesellschaftlichen, in diesen gesellschaftlichen Bereich, wie man das noch besser messen könnte. Man kann es dann, wenn Rahmenbedingungen gesetzt werden, dann natürlich noch hinzunehmen. Aber es ist vielleicht wenig praktikabel, das gerade schon am Anfang zu machen. Bitte, Ja, aber Sie haben meinen Artikel ein bisschen anders interpretiert. Ja, ich denke, eine Ökogesellschaft bzw. eine kommunistische Gesellschaft als diejenige, die auch einen Markt funktionieren wird, aber dieser Markt ist ganz anders im Vergleich zum jetzigen Markt. Das heißt, der jetzige Markt ist der kapitalistische Markt, ich glaube. Und ein Markt ist im abstraktesten Sinne der Ort, in dem man die gleichwertigen Gegenstände einander austauschen können. Diese Frage, zum Beispiel, welche Gegenstände ausgetauscht werden, oder es gibt keinen impliziten Zwang zwischen den Handelspartnern und so weiter. Ja, diese Frage muss mit der institutionellen Bedingungen des Marktes untersucht werden. Zum Beispiel, jetziger Marktsystem, Markt funktioniert unter den kapitalistischen Bedingungen. Und mit einem kommunistischen Markt meine ich derartige Markt, der mit einer kommunistischen Ökonomie funktioniert. Zum Beispiel, es gibt kein Privateigentum in Bezug auf Produktionsmittel, und es gibt keinen Kapitalmarkt. Und es gibt zum Beispiel nur Handlungen zwischen Unternehmern einerseits und zwischen Unternehmern und Individuen. Das ist der Unterschied. Ja, aber in dieser kommunistischen Gesellschaft unterordnet sich die ökonomische Rationalität unter Humanismus oder ökologischen Perspektive. Und dieser Standpunkt haben wir vielleicht gemeinsam, ich glaube. Thank you for your comments. My talk today is never try to evaluate the measure of biodiversity or the human interpretation of the value of biodiversity. I just try to
extract is what the people think of what is good about the system. So people think that if a system has a relatively high number and or sort of even distribution, people think that is the good and that image in mind. So even though ecologists really try to evaluate biodiversity in that way, but many ecologists actually does not agree, simply interpret that kind of anthropocentrical way. I mean, more number, that should not be better, and also even distribution sometimes. Even you want to make the real even distribution, the ecosystem would not work well. That's in real. But people has some image. Even distribution and high number is good. So I just try to say that is what is the goodness in human mind, and they try to evaluate them. Nature of, by that image. Then why we don't evaluate our own society in that by that image? So I never try to debate about the biodiversity and measure itself, just image, extraction image, what is good of a system in human mind, so there should be the future of our society, and there will be not much conflict between among the members of society. I thought that. Ja, soweit ich jetzt verstanden habe, hat er natürlich nur Vergleiche gezogen, was jetzt da für die Menschen dann umsetzbar ist. Es gibt ja auch immer wieder dann das Problem, wie man das System an die Leute trägt, sodass eine Zustimmung erfolgt zu einem anderen System. Es ist sehr richtig, dass man sich dann Gedanken machen muss, was die Leute anspricht. Und die Naturgegebenheit, wie sie vorliegt, so nach Art, vielleicht auch von Charles Darwin zum Teil fehlinterpretiert, aber so, dass die Natur eben Vielfalt vorgibt und dass sie immer stabil und gut ist, dass sie auch das für die Menschen in dem Sinn übertragen stimmen kann, dass eben viel oder stark verteilte Arbeit, unterschiedliche Arbeit individuell dann sehr vergleichbar dazu auch im Sozialsystem herangezogen werden könnte, um eine Stabilität zu erwirken. Ja. Wenn das in den Leuten bewusst gemacht wird, könnte so ein System besser greifen oder dass man diesbezüglich eben besser eben das an die Leute bringen könnte. Ja. Zur Frau Kwan, ich habe es anders interpretiert. Mich hat es auch insofern auch gewundert, dass das BGE in die kommunistische, als kommunistische Art und Modell gesehen wird. Denn ich habe auch öfter auch erlebt, dass Leute von der linken Seite zum Beispiel oder auch marxistischen oder wie immer gemeint haben, das BGE wäre doch je nach Ausgestaltung der Finanzierung dann natürlich hier etwas Kapitalistisches, Individuelles, weil man dadurch ja das Individuelle so hervorhebt und das Trennende, jeder ist für sich selbst verantwortlich, jeder kann sozusagen dann tun und sich gar nicht an die Gesellschaft so orientieren. Also eher was eher Gegenpoliges, wogegen kommunistisch eher dann eher mehr als gesellschaftliche, planerische, gemeinschaftliches Denken aufgefasst wird, um gemeinsam etwas zu planen und nicht jetzt jeder einzelne plant für sich und versucht hier
Also darum haben wir als Gesamtkonzept, und ich habe das auch von Herrn Aufbau immer wieder gehört, oder auch von Organisationen, wo ich dann tätig bin, dass ein System nicht mehr links-rechts zu werten oder einzuteilen wäre, sondern eher zwischen vorn und hinten, eher zwischen progressiv, nach Vorschau in Zukunft orientiert und konservativ Dinge zu bewahren wie die Natur. Also nicht jetzt diese gesellschaftliche Links-Rechts-Ordnung in dem Sinne ins Auge zu fassen. Und dem gegenüber wäre halt vielleicht so ein ressourcen- und naturbezogenes System eher so ein über diesen ehemaligen Ordnungen, also jenseits von links und rechts vielleicht anzusehen. Also das hat mich eben sehr auch gewundert, dass das PGE so strikt einfach als kommunistischer Gedanke aufgefasst wird. Vielleicht auch aus dem Grund, weil vielleicht Marx in seinen Spätwerken doch auch schon geändert sich hat oder in eine andere Richtung schon interpretiert werden kann. Und wenn Marx mit Kommunismus gleichgestellt wird, ja, dann könnte es durchaus dann so sein. Ja. Aber ist die Frage, ob wirklich Kommunismus mit Marxismus in dem Sinn dann gleichgestellt werden kann. So, es gibt einen Teil, der kommunistisch, also gesellschaftsorientiert gedacht werden kann. Wie bitte? Vorhin, ob jetzt der Marx mit Kommunismus gleichgestellt werden kann, das ist halt für mich auch die Frage. Also geht, ja. Ich glaube, in kommunistischen Gesellschaft gibt es auch Geld, unbedingt. Aber das Geld kann nie als Kapital funktionieren. Es ist ein Unterschied, ich glaube. Ja. Ja. Wir sehen aus dem Grund auch bei der Ressourcenwirtschaft, dass jeder beliebig auch selber entscheiden kann, ob er Geld verwendet oder nicht. Denn mit dem Ressourcengeld sozusagen kann er genauso seine Dinge begleichen, weil Ressourcengeld gleich kaufkräftig ist wie das andere Geld. Es ist eine Parallelwährung, das ist eben der Unterschied. Es wird nicht wie bis jetzt in die Ökologie, von der Ökologie alles eingepreist in das jetzige Geldsystem, sondern die Natur als Biomasse-Ressource wird als Eigenwert, als zur Parallelwährung selbst, mit der auch überall gezahlt werden kann. Das ist eben der Unterschied, diese Eigenwertsetzung der Natur gegenüber einer Einpreismethode, wiederum nur eine Währung zu haben, Geld, und mit dem Geld, wie gesagt, in einer Finanzkrise, und wo Geld Vertrauensangelegenheit ist, ist es sehr mühselig, nur mit Geld auch ein Grundeinkommen dann zu finanzieren. Drum diese Parallelität. Und dadurch vielleicht eventuell auch eine gewisse Stabilität dann. Das müsste man dann auch mit Modellen beweisen und auch demonstrieren können, sodass diesbezügliche Zweifel ausgeräumt werden. Yeah, I would like to give another comment. I don't think that the nature should contribute to the stability of human society. Such a notion makes people destruct nature unlimitedly, unlike ladybugs. Nature, there will be resources for human being only. We have to leave quite a lot of portion of nature as it is. If you think all the nature should be the resources for human being, the human society will not last. It'll be pretty unstable and will go down to the end. So never think the nature is just as a resource of human beings. I think that is. So I really don't like that the economical viewpoint. They usually see the nature, any entity of it. In the nature is the human resources, and then that's the real cause of a human being extinction, I think. Yeah. So gut, ich danke Ihnen also für das Zuhören in diesem letzten
Workshop von der Zeit her. Es ist ein bisschen schon drüber. Vielen Dank.